Es ist Zeit, zum Finale zu kommen. Okay. Und Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, letzte Folge. Und zum Finale zu kommen. Denn es ist Finaltime. Alter, letzte Folge, ne? Unglaublich. Und nach dieser Folge wird mein Kopf nicht so sein. Er wird so sein, dass er nicht in die Kamera passt. Erzähl weiter. Ja, er wird so sein, dass er nicht in die Kamera passt, warum auch immer ich das jetzt zweimal gesagt habe. Ja! Ja, ich wusste, es muss kommen, ne? Es muss. So. Hoffentlich verlierst du jetzt. Ganz ehrlich. Ja, und dann ist es ein anderes Ende, das wäre cool. Dann verändern wir die gesamte Metal Gear Geschichte. Ja, wahrscheinlich schon. Ich kann es bald nicht mehr sehen, aber es ist ja auch dann nur noch ein Spiel, ne? Wo du das zeigen kannst. Wir hatten viel Informationen, aber ich bleibe Ollis Meinung, wir fassen ein Riesengelaber und Fragen stellen zusammen, wenn diese Folge vorbei ist. Hm. Vielleicht machen wir auch eine extra Folge. Fürs weil das sein Sprechen, muss. Ne? Okay. Fürs aber Thematisieren. Auf jeden Fall jetzt erstmal der Endkampf. Wahrscheinlich Endkampf gegen Solidus. Hm. Und dann gucken wir mal, was danach passiert. Also wir denken einfach gegen mal. Alle 12 Patriots. Und alle übrig gebliebenen Rays. Ne? 3, 2, 1. Jetzt. Und es geht los. Okay. Oh, der kann, guck mal, der kann mehr als 5 Werte. War die auch mal nicht so. Was war BDW? War das, hat das vielleicht Nahkampfangriffe weniger gemacht oder so? Nee, das war die Russen-Uniform. Genau. Solidus hat auch Ausdauer. Fandst du auch, dass dieses Spiel erstaunlich wenig Endkämpfer hatte? Echt? Fandst du, ja? Drei. Fatman, Vamp und... Naja, Forschung ein bisschen. Ach so, Ray. Okay. Das hat's ausgeglichen. Sieht gut aus. Kann man bleiben. Nebenbei bemerkt, finde ich es ja ganz cool, dass der Ninja natürlich nicht Gray Fox war diesmal, aber das ausgerechnet Olga drinne gesteckt hat. Ah, Kamera, was machst du? Let's go! Komm mal da runter. Kannst du vielleicht mal so festhalten müssen, ne? Das Blocking kann. Ui. Was drauf? Wenn das so weitergeht, ist es der Kampf. Nein, nein, sag nichts. Das. Mit dir sind wir anderes gewohnt, oder was? Nein, du musst nicht still sein, aber sag nichts zum positiven Verlauf des Kampfes. So viel zur Motivationspolitik, das machst du bei mir auch immer. Ja, du brauchst es ja auch. Ich sag das nicht. Das weißt du. Dumm! Nein, ich meine, ich brauch nichts, meinte ich. Okay, Olli, du kannst nichts. Nee, so möchte ich es ja auch nicht. Oh, ich hab doch. Nee, du kannst. Naja, fügt dir aber nicht so viel Schaden. What's wrong with you? Durations? Ja, ja. Ich hab doch. Ich brauche jetzt hier mal ein bisschen. Stimmt, was ist denn mitten in der Stadt? Keine Rettungskraft. Ich glaube, jetzt verschleiern alles. Nicht so was Unübersehbares. Oder die gehen in die Geschäfte. Sie sich retten nicht nur im Kampf. Ja, ja, das kannst du ja machen. Ich finde das gerade auch ganz okay. Nein. Ja, verdammt! Ich dachte, du hältst dich fest. George Washington lacht dich aus. Scheiße. Okay. Keiner schreit nach dir, keiner interessiert sich für dich. Ja. Wer war das da drin? So. Ja, okay. Kannst du mit dem Kohlen? Ne? Wo wir langsam geht. Bitte. Was
für den ersten Anzug bleiben, sondern er war nicht ganz okay. Ach komm, ich hab doch zugeschlagen. Na gut. Das hat man noch nicht. Muss ich. What the fuck? God of War, man. Begin. Du kannst nur treten und nicht abhalten. Soll ich die Duration nehmen? Noch geht's. Natürlich ist es je nachdem, was nach dem Kampf kommt, ne? Ob dann vielleicht noch eine Phase verwandelt. Jetzt zieht sie mir von der Ausdauer ab. Ausdauer? Okay. Das ist ein ekliges. Ich finde das Bein nicht so schön. Ich zieh mich weg. Naja, weil ich wusste, was mein Fehler war beim letzten Mal. Was, ein Aktionssystem? Hm. Ich hab nichts gemacht. Aber wenn ich gerade. Das Ausdauer. Ja, ja, vielleicht ist das so bei der Hälfte. Also das dann erst halb das, dann wieder die Hälfte. Dann ist der Kampf nur wieder etwas schwieriger als der. Das wäre dann nicht vor Ort. Jetzt weiß ich nicht, was ich will. Das denke ich. Zumindest wert er jetzt öfter. Das stimmt. Hab ich eigentlich schon. Let's go! Ich hab eben wirklich. Hat aber weniger abgezogen. Kick mit dem Fäusten? Hm. Gut. Wenn ich das kann, Kick mit dem Fäusten. Is that the best you could do? Ja, ich könnte jetzt auch einen Zollius Mode-Geschmack rumlegen, zum Beispiel. Was lieber? Kann sie Raiden nur oben hauen und nicht am Unterkörper. Ja, aber echt, was war denn das jetzt? Größter Unterschied zu allen anderen Snakes, als in einem Boss und einem Snake gegen die Raiden sieht nicht so cool aus. Also, das bedeutet immer Gesundheit, aber hat nicht so viel Ausdauer verloren. Ja, passt schon. Hat sich nicht bewegt? Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Ha. Macht jetzt ein Muskel raus, oder? Call mal, bitte. Das kann ja eh nicht in der Hälfte, du kannst es gut. Hm. Der nicht vorhanden kann. Right, you have to beat Solidus. This is your last duel. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden 2, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it! I'm not a weapon! Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter, Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now,
It's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Okay. Bleibt ja alles übrig. Ja, da kommt kein Gebirgsdämpfer. Dafür kann ich jetzt Wind schneiden, anscheinend. Und du kannst halt. Take this! Das ist nicht so, ne? Ja. Let's go! Oh! Anderer Knopf! Ich meine, wenn du rumlaufen musst, meinst du Dark Souls für einen Gegner immer? Ja, bei Dark Souls 2, ne? Da ist es auch gar nicht so gut, aber gegen die Gegner einfach mal so herumzulaufen. Das ist eine ziemlich einfache Taktik auch. Aber es klappt nicht bei jedem, wenn es zu schnell ist, um die Range zu brechen. Alter! Fast gefasst. Ich muss hier nicht mehr. Wenn es burns, burns, burns. Mal gucken. Jetzt kommt noch eine Ausdauerleiste. Ausdauer wird zu leben. Nee, das war's. Nee, ja. Sehr gut. Eagle time. Desert Eagle. Wenigstens redet er nicht mehr. Really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith.
what we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you are right or wrong, but how much faith you were willing to have that decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name and your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Ich glaube, das meint er nicht. Dog tags. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry. I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up. We have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Yeah.
Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Es war gar nicht so lange, ne? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Okay, und wir werden groß und zwar jetzt. Denn jetzt können wir ganz kurz nochmal reden, während wir hier unser kleines Kästchen haben. Ja, das waren jetzt nicht so viele ungeklärte Informationen. Vorschluss, ne? Ja. Da kenne ich eins anderes von Metal Gear. Dafür war das gefühlt das Spiel mit den meisten Zwischensequenzen. Es wurde ganz oft, so Gameplay-Szenen wurden extrem oft durch Zwischensequenzen auf jeden drauf. Fall. Vor allem am Anfang. Jeder Raum. Am Ende, oder in der Mitte hat sich dann ein bisschen gegeben, aber dann am Ende kam es wieder zwischenlastiges Gameplay. Ja. Okay, also wir müssen doch keine Folge einschieben, also wir können das jetzt ruhig noch abhandeln. Machen wir auch. Aber ich fand es halt jetzt zum Schluss, ehrlich gesagt, fast schon, na gut, es gibt noch eine After-Credits-Szene, so weit kennen wir Metal Gear jetzt schon, aber ich fand es fast schon ein bisschen zu komprimiert, weil es hätten noch andere Charaktere auftauchen können oder nochmal Dialoge, wo man noch ein bisschen mehr erfährt. Jetzt das Ende meine ich, es war nur Raiden, Snake, Rose und dann war Schluss. Ja, und Solidus. Bevor, also nachdem er tot war, nicht mehr logischerweise. Also, okay, nee, ich erzähl du erst mal deinen Fakt zu Ende, weil ich verstehe es nicht ganz, was du jetzt damit meinst. Nee, ich hätte einfach gern gewollt, weil wir jetzt in der letzten Folge ja so viel Input hatten, mit den Patriots und so, dass die vielleicht nochmal auftauchen oder eigentlich ist es ja ungeklärt geblieben. Snake hat zwar die Disc, aber hat damit ja jetzt erstmal nichts erreicht. Er hat ja nur. Ja, genau, das ist halt ein schöner Übergang dann wahrscheinlich zum vierten Teil. Ja, gut, okay. Also, aber dann ein sehr später Übergang, weil eigentlich ist ja, produziert worden ist er ja erst nach 3. Ja, ja, aber man muss ja auch mal so gucken, dass das Spiel 2001 rauskam und 2007, also 6 Jahre später eigentlich erst, aber mal Metal Gear zeitmäßig. Nee, ist nur. Ja, okay, Metal Gear zeitmäßig ist es ja dann aber auch so, dass das jetzt 2009 spielt und Gun of the Patriots 2014. Also auch 6 Jahre. Also eigentlich haut's sogar so hin. Also mag er, ich stimme ja zu, aber dann verstehe ich nicht, Snake ist ja doch noch gar nicht so alt. Ja, keine Ahnung. Ja, es erfahren wir ja alles. Don't know, ne? Wir erfahren ja alles, das ist ja das Gute. Es gibt eins noch, wir kennen es ja beide nicht, es könnte halt sein, dass es irgendwie bei Liquid raushaut, dass er halt schneller altert. Genau, Liquid ist ja dann richtig. Ja. Also. Gut. Ocelot hat wieder mal ein Spiel überlebt, ne? Es wurde verschwunden. Also, Snake auch? Ja, Ocelot Liquid. Kann man jetzt so einen Schrägstrich machen, ne? Ja. Aber anscheinend hat Liquid ja jetzt die Kontrolle.
über Ocelot gemacht. Ja, so sieht's aus, genau. Diese ganze Geschichte habe ich aber noch nicht verstanden, warum Ocelot sich damals den Arm gegeben hat von Liquid, weil so hätte Liquid ja auch die Kontrolle nicht übernehmen können. Ja, wahrscheinlich einfach nur, damit er wieder einen zweiten Arm hat, mit dem er abknallt. Und der wollte halt einen mächtigen Arm, oder was? Ja, ich glaube, der hat halt gepasst, ne? Ah, fast gut, das Modell. Gut, dann natürlich diese ganze Patriots-Geschichte, die ja jetzt eigentlich eingeführt wurde. Also gut, das sind Nachkommen der Philosophen und so, von Philosophers, aber trotzdem, hat mich hier richtig gemeinfuckt. Die künstliche Intelligenz, die GW, die GW und die Patriots. Das hat in mir in diesem Spiel so ein bisschen Rest gegeben, muss ich sagen. Was ich halt dazu noch geklärt haben möchte eigentlich, ist, die hängen aber schon zusammen, ja. Also die GW ist von den Patriots geplant worden und Solidus wusste das nicht, also hat eigentlich unbewusst den Befehlen der Patriots gehorcht und... Ja, genau. Das haben sie ja dann aber auch gesagt, die Rose und der Oberst. Haben sie ja das war ja alles diese Übung, diese Simulation, das Spiel, was er halt geplant haben. Das hat sich ja jetzt auch so durchgezogen. Im Endeffekt haben sie jetzt auch das bekommen, was sie wollten. Und jetzt liegt's halt, oder jetzt ist halt wieder erstmal, jetzt ist es genau erstmal ein bisschen der Vorteil vielleicht auf Snakes Seite, weil er jetzt die Disk hat, was die Patriots vielleicht nicht wissen. Vielleicht wissen sie es doch und haben das auch eingeplant. Also es schreit alles sehr danach, dass es in 4 wirklich aufgeklärt wird. Ja, sag schon im zweiten Teil jetzt also in der Chronologie. Sons of Liberty ist, finde ich, auch, zieht sich eigentlich durch, was man in der Metal Gear Reihe auch so gesehen hat. Es gibt immer noch jemanden, der hinter irgendwas steht und immer noch eine Ebene tiefgehender und ja, kannst da so. Ja, und weiß ich nicht, dann immer so Double oder Triple Crosses, wo dann halt noch jemanden verrät und so. Es ist schon ziemlich gut gemacht eigentlich. Ja, aber genau, ich sag mal, dass Ocelot sowieso, dass man da nicht wusste, für wen er arbeitet, seit unserem ersten Spiel Metal Gear Solid 3 eigentlich, war ja klar für uns. Dass wir wussten ja bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, bis vor einer Folge auch noch nicht, was eigentlich mit dem abgeht. Das haben wir jetzt erfahren. Und die anderen haben eigentlich schon für die gearbeitet, die sie auch angegeben haben. Olga für die Lalililulu. Und, ne, wie hieß denn der erste Endboss von Metal Gear 3? Volgen. Genau, Volgen war seine Position. Jetzt in Metal Gear Solid 2. Solidus hatte seine Position. Und im ersten Teil Liquid hatte er auch seine Position. Es war eigentlich immer nur Ocelot, der so... Obwohl Liquid jetzt schon wieder ein bisschen... Ne, der kommt bestimmt nochmal. Ja, ich denke auch, dass Liquid kommt. Wahrscheinlich dann im vierten Teil, zusammen mit Ocelot. Aber das Ding ist, das, was im Hintergrund operiert hatte, war ja dann im Endeffekt wie heißen sie? Beziehungsweise die Patriots. Genau, diese Patrioten, beziehungsweise die Philosophers. Und diese, okay, gut. Aber selbst als Solidus gesehen hat, dass er gescheitert ist, prinzipiell, also er wollte ja, hätte er jetzt Raiden besiegt, hätte er vielleicht noch weiter gegen die Patriots gekämpft. Als er dann besiegt war, hat er ja trotzdem, so wie es der Colonel eigentlich in Codec gesagt hat, die tanzen trotzdem nach ihrer Pfeife, auch wenn sie... Ja, das meinte ich ja eben, also die Patriots haben jetzt bekommen, was sie wollten, also, und jetzt ist aber halt die Disc auf Snakes Seite, also müssen wir dann mal gucken, was dann abgeht. Ja. Und in Ray ist jetzt halt, ne? Arsenal wird wahrscheinlich stillgelegt. Ich denke auch, dass Arsenal, Arsenal ist doch in die Stadt gekracht. Nee. Also denke ich auch, dass das jetzt erstmal auch im nächsten Teil vielleicht keine Rolle spielen wird. Ray, genau, hat Ocelot 1 mitgenommen. Mal sehen. Und wir gucken jetzt erstmal, genau, es kommt was passiert. Bis gleich. Aber jetzt.